Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinen Kartenbewertungen. Und zwar dieses Mal zu den Virus-Karten. Und das sind halt Karten, die quasi angelehnt sind an die originale Crush-Card, die ja bekanntlich zu den besten Karten aller Zeiten zählt. Nur leider hat die halt vor einer Weile eine Erratung bekommen. Und jetzt kann man die Karte wieder dreimal spielen, ja? Und naja, wie gut die Karte jetzt noch ist, werden wir gleich auf jeden Fall herausfinden zusammen. Ich werde alle Virus-Karten durchgehen. Aber meine Freunde, es gibt da eine kleine Restriktion für die heutige Liste, beziehungsweise für das heutige Video, denn ich werde heute keine Viruskarten dran nehmen, die nicht an die Crush-Card angelehnt sind, ja? Es gibt nämlich beispielsweise ein paar Alien-Karten oder außerirdische Karten, die halt auch Virus im Namen haben, aber die gar nichts mit dieser Kartenart zu tun haben. Von daher, die werde ich nicht erwähnen. Es geht mir nur um diese generischen Finsternis-Viren, ja? Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Und davon gibt es halt 5 Stück und die schauen wir uns heute an und die werde ich bewerten. Weitere Kartenbewertungen, die ich mal machen soll, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie dieses Format noch weitergehen wird. Und denkt auch bitte an meinen Replay-Kanal, wo ich mittlerweile jeden Tag einen Deckprofil hochlade. Ich denke mal, da ist mittlerweile für jeden was dabei. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit der ersten Karte der heutigen Folge. Und wir starten heute mit der klassischen Crush-Card, und zwar der Kartenvernichtungsvirus. Und diese Karte ist eine normale Fallenkarte mit dem Effekt: Biete ein Finsternismonster mit 1000 oder weniger ATK als Tribut an. Dein Gegner erhält bis zum Ende des nächsten Spielzuges keinen Schaden. Außerdem sieh dir die Hand deines Gegners und alle Monster, die er kontrolliert, an. Und falls du dies tust, zerstöre die Monster unter ihnen mit 1,5 oder mehr ATK. Dann kann dein Gegner bis zu 3 Monster mit 1500 oder mehr ATK in seinem Deck zerstören. Und das ist leider wirklich nicht gut, weil er kann so einfach gezielt Karten aus seinem Deck millen, egal welche. Wenn ihr beispielsweise gegen Zombies spielt, ja, das nehme ich da gerne als Beispiel, dann kann der Gegner einfach 3 Zombies millen, die ihm Grave-Effekte haben, beispielsweise Mitsuki. Und das ist wirklich, wirklich Kacke für euch. Also ich muss sagen, die Crush-Card wurde schon krass genervt durch diesen Side-Effekt. Und naja, die Karte zerstört auch nur starke Monster. Wenn der Gegner beispielsweise ein Deck spielt mit schwachen Monstern, beispielsweise Phantom Knight, kann er quasi genauso weiterspielen, wie er wollte, und er wird auch kaum an der Karte hier Minus gehen. Klar, wenn der Gegner irgendwas, ich sag mal, Normales spielt, mit relativ starken Monstern, dann wird er alles verlieren und wahrscheinlich instant an der Karte verlieren, eventuell, wenn er nicht wirklich die krassesten Karten der Welt in seinen Friedhof legen kann. Aber so krass ist die Karte halt insgesamt durch diese ganzen Downsides nicht mehr unbedingt. Ich muss sagen, die Crush-Card ist keine schlechte Fallenkarte. Will ich gar nicht sagen, aber du musst erstens erstmal ein schwaches Finsternismonster auf dem Board haben, das man hierfür wegtributen kann. Und dann musst du halt wirklich einen Gegner haben, der daran scheitert. Aber das ist halt generell ein Problem von den Viruskarten. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, wie die anderen Viren das lösen können, beziehungsweise wie generisch die anderen Viren sind, beziehungsweise gegen was für Gegner diese anderen Viren auch wirklich effektiv sind. Und das führt mich jetzt zum Gegenstück von der Crush-Card, und zwar zu der Karte Deckverwüstungsvirus. Und diese Karte ist eine normale Fallenkarte mit dem Effekt: Biete ein Finsternismonster mit 2000 oder mehr ATK als Tribut an. Sieh dir die Hand deines Gegners an, alle Monster, die er kontrolliert, und alle Karten, die er bis zum Ende seines dritten Spielzuges nach Aktivierung dieser Karte zieht, und zerstöre alle Monster mit 1,5 oder weniger ATK davon. Das heißt, hiermit zerstörst du quasi nur die schwachen Monster, aber dadurch braucht die Karte nicht so einen krassen Balance-Effekt, dass der Gegner sich einfach frei Karten millen kann. Deswegen ich diese Karte eigentlich insgesamt fast schon besser finde mittlerweile. Ich meine, dieser Mill-Effekt für den Gegner ist halt wirklich richtig scheiße. Es gibt einfach so viele Themendecks, die davon extrem profitieren können, dass ich halt die normale Crush-Card ehrlich gesagt nicht mehr wirklich zeitgemäß finde. Das ist einfach ein zu krasses Erratum gewesen. Aber das hier kann zumindest einige Decks komplett outen. Das Ding ist halt, man kann damit wirklich nur schwache Monster millen, ja? Wenn der Gegner irgendwas Starkes zieht, dann wird es ihm erhalten bleiben und das ist gar nicht mal so toll. Aber es gibt halt, wie gesagt, einige Deckthemen, die halt nur schwache Monster haben. Beispielsweise, was weiß ich, Büroboter oder so, ja? Die werden hier dran auf jeden Fall zu knabbern haben, keine Frage. Aber du musst auch hierfür ein starkes Finsternismonster wegtributen und kannst dich irgendwie ein schwaches hinnormeln und es dann wegtributen. Das geht hier nicht. Also, es gibt auch immer wieder Downsides, ne? Generell wird es schwierig sein, die ganzen Viren untereinander zu bewerten, aber ich gebe mein Bestes und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, was es noch so gibt. Als nächstes haben wir jetzt die Karte Kraftvoller Virus und das ist mal wieder eine normale Fallenkarte mit dem Effekt: Biete ein Finsternismonster mit 2000 oder mehr Death als Tribut an. Überprüfe die Hand deines Gegners, alle Monster, die er kontrolliert, und alle Karten, die er bis zum Ende seines dritten Spielzuges nach Aktivierung dieser Karte zieht, und zerstöre alle Monster mit 1,5 oder weniger Death davon. Und das ist was ganz, ganz anderes, Freunde, weil die Verteidigungswerte sind bei einigen starken Monstern trotzdem noch ziemlich gering, ja?
Und bei einigen schwachen Monstern sind sie logischerweise auch gering. Von daher wird man hiermit wahrscheinlich deutlich mehr Monster treffen. Und diese Karte hier hat keine Milldown-Zeit. Deswegen ich die Karte auf jeden Fall deutlich besser finde, als die beiden Karten, die wir eben gesehen haben. Die Karte muss allerdings auch leider ein recht starkes Monster wegtributen, was allerdings im richtigen Finsternis-Deck normalerweise kein Riesenproblem sein sollte, ja? Und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch mal so ein bisschen an, darüber zu reden, wie es in der heutigen Zeit so ist, ja? Ich meine, du hast Exodeck-Monster, du hast Diabolos beispielsweise im ganzen Leer-Thema, das halt auch gerne diesen Viren spielt, und dementsprechend bist du halt darauf vorbereitet, gewisse, naja, Kosten zahlen zu können. Deswegen es nicht schwierig ist, diese Viren zu triggern im richtigen Deck. Und somit ist das hier auf jeden Fall für den Gegner schon mal ein deutlich größeres Problem als die anderen Virenkarten, die wir bisher gesehen haben, würde ich sagen. Weil sie trifft einfach mal Monster und der Gegner darf nicht wahllos Karten wählen, die euch zum Verhängnis werden können. Als nächstes haben wir jetzt allerdings endlich mal ein Virus, der nicht gegen Monster geht, und zwar die Karte Ansteckender Ausrottungsvirus. Und diese Karte hier ist eine normale Fallenkarte mit dem Effekt: Biete ein finsternes Monster mit 2500 oder mehr ATK als Tribut an und deklariere einen Kartentyp, Zauber oder Fallen. Sieh dir die Hand deines Gegners, alle Zauber und Fallen, die er kontrolliert, und alle Karten, die er bis zum Ende seines dritten Spielzuges nach Aktivierung dieser Karte zieht, an und zerstöre alle Karten des deklarierten Typs. Diese Karte hier ist easygoing deutlich besser als alle anderen Viren im Spiel. Das kann ich jetzt schon mal sagen, weil die Karte einfach gegen Zauber und Fallen geht. Das macht diese Karte hier eigentlich für so gut wie jedes Deck gefährlicher, weil welches Deck braucht seine Zauberkarten nicht? Das ist wirklich recht selten, ja, dass man gegen Decks spielt, dass die Zauberkarten gar nicht braucht. Und gegen Control-Decks ist diese Karte auch geil, weil du kannst damit einfach sämtliche Backrow wegräumen, beziehungsweise auch sämtliche Fallenkarten abwerfen lassen, die er in der Hand hat. Und die er in drei Runden nachzieht. Ich meine, was sollen Control-Decks dann machen? Diese Karte war lange Zeit lang auf 1 limitiert, jetzt ist sie wieder auf 3 tatsächlich. Und die hat eine Menge Potenzial. Und die Karte ist auch scheiße generisch, ja? Ich meine, die ganzen anderen Virus-Karten wirst du wahrscheinlich eher nur in Leer spielen, also im Leer of Darkness Deck, oder, naja, in einigen kleinen Ausnahmen. Aber das hier findet halt wirklich in jedem Finsternis-Deck Platz, was irgendwie ein starkes Monster spielt. Und welches Deck tut das nicht? Von daher finde ich die Karte schon sehr, sehr impressive. Aber es gibt noch einen weiteren Virus und der ist halt rausgekommen, als das Lair of Darkness Structure Deck angekündigt wurde, weil, naja, das war halt so ein bisschen der neue Virus, der richtig krass sein sollte und der an die alte Crush Card ranreichen sollte, aber wie der so aufgebaut ist, das sehen wir jetzt. Und das ist halt der Grinsegrab-Virus und auch diese Karte hier ist mal wieder eine normale Fallenkarte mit dem Effekt: Biete ein Finsternismonster mit 3000 oder weniger ATK als Tribut an. Das ist jetzt wirklich fast jedes Finsternismonster, das irgendwie existiert. Dein Gegner zerstört eine Karte, die er bestimmt, in seiner Hand oder seinem Deck für jede 500 ATK, die das Monster auf dem Feld hatte. Falls du ein Monster mit 2000 oder mehr ATK als Tribut angeboten hast, um diese Karte zu aktivieren, sieh dir alle Karten an, die dein Gegner bis zum Ende seines dritten Spielzuges nach der Aktivierung dieser Karte zieht und zerstöre alle Monster unter ihnen. Die Effekte von Karten, die durch die Effekte dieser Karte zerstört und auf den Friedhof gelegt werden, können im selben Spielzug nicht aktiviert werden. Das Ding ist halt, diese Karte hier ist quasi immer triggerbar. Sie entfernt alle Monster, die der Gegner zieht, was wirklich sehr gut sein kann. Aber Leute, die Karte hier mildt mal wieder Karten des Gegners. Und das ist ein Problem. Das kann man nicht wegargumentieren. Ich meine, die Karten können zwar in dieser Runde keine Effekte mehr aktivieren, aber wenn der Gegner einfach Karten wegschickt aus seinem Deck, die halt im Laufe der nächsten paar Runden gefährlich werden können, beispielsweise ein Mitsuki oder so, dann kann das richtig krass nach hinten losgehen. Ich muss sagen, der Grinsegrab-Virus ist sehr, sehr stark, keine Frage. Er ist auch einer der besten Viren, aber diese Downside sorgt dafür, dass ich die Karte ehrlich gesagt schlechter finde, als halt den, den wir eben gesehen haben, der sich gegen Spells and Traps richtet, weil der ist einfach erstens generischer und zweitens gegen mehr Decks richtig devastating. Und den kann man nicht so leicht outplayen, indem man einfach irgendwelche Karten mildt, die für euch gefährlich werden, weil das kann echt ein Problem werden. Ich würde allerdings sagen, wir kommen jetzt mal zum Fazit. Und ich muss sagen, der beste Virus ist auf jeden Fall der ansteckende Ausrottungsvirus, weil die Karte einfach nur genial ist. Ich meine, gegen Spells und Traps vorzugehen, das ist absolut broken. Und ich denke mal, jedes Finsternis-Deck kann diese Karte irgendwie einbauen und dann damit teilweise Insta-Wins erzielen. Dann würde ich sagen, kommt der Grinsegrab-Virus, weil der wirklich gegen alle Monster vorgehen kann, die man nachzieht, was schon mal ganz gut ist. Und man kann die Karte fast immer triggern. Aber wie gesagt, die kann nach hinten losgehen und das ist dann leider nicht so toll. Dann würde ich sagen, kommt der kraftvolle Virus, weil der kann halt ja gegen die meisten Monster vorgehen, sag ich mal. Und der hat diese Downside nicht, weswegen ich die Karte schon ja fast so gut finde wie den Grinsegrab-Virus, aber nicht ganz so gut. Und dann ist es halt schwierig, ne? Dann haben wir noch die Crush-Card, die Originale, und wir haben den Deckverwüstungsvirus.
Und durch halt dieses Erratum, muss ich fast schon sagen, finde ich den Verwüstungsvirus minimal besser. Also irgendwie mag ich halt dieses Millen gar nicht. Und ich meine, der einzige Unterschied zwischen den beiden Karten ist einfach, dass man statt starken Karten schwache Karten entfernt. Und je nach Matchup kann die Relevanz dieses Entfernungseffektes stark variieren. Und deswegen glaube ich, dass beide Karten teilweise gefährlich werden können für den Gegner. Und ich glaube, dass man deswegen die beiden Karten von dem Effekt her halbwegs gleich bewerten muss. Und dann überwiegt halt leider so ein bisschen dieser Downside-Effekt von der Crush-Card und macht die Karte deutlich schlechter. Und das sorgt dafür, dass die normale Crush-Card heutzutage vielleicht der schlechteste Virus ist. Und das ist unfassbar schade. Also ich muss sagen, das war kein gutes Erratum, Konami. Also da habt ihr ein bisschen übertrieben und die Karte ist fast nicht mehr einsetzbar. Beziehungsweise die Downside ist einfach zu krass und wir haben zu viele andere gute Viren. Und ich finde es schade, dass so eine ikonische, komplett brokene Karte tatsächlich so krass, naja, besiegt wurde von anderen Karten ihrer Art. Aber naja, so ist es halt manchmal. Weitere Kartenbewertungen, die ich mal machen soll, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und dann geht es mit diesen Themen beim nächsten Mal weiter. Und denkt auch bitte an meinen Replay-Kanal, wo ich mittlerweile jeden Tag ein Profil hochlade. Ich denke mal, da ist mittlerweile für jeden was dabei. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates, deswegen schaut da mal rein. Bis bald, tschüss.